Einen wunderschönen guten Morgen aus Arusha. Und habe so eine Angst gehabt, dass die mich jetzt aus dem Bus ziehen. Diesen Ausblick genießen. Achtung, es wird hell. Ich liege hier noch in meinem afrikanischen Bett, denn es ist richtig frisch draußen und ja, ich muss mich erstmal anziehen. Heute wird der Tag sein, wo ich Arusha verlasse. Ich will jetzt nach Sansibar fliegen. Es war eine tolle Zeit hier in Arusha, aber es zieht mich natürlich auch zurück nach Sansibar. Und ja, heute am Tage werde ich hier noch ein paar Abenteuer erleben, werde eine Radtour machen. Und heute Abend gegen 19 Uhr startet mein Flugzeug, hoffentlich, denn Air Tansania ist da nicht so zuverlässig. Und ja, dann werde ich so gegen 20, 21 Uhr in Sansibar landen, habe eine Nacht im Hostel gebucht und entscheide mich dann, ob ich an die Nordküste gehe, da wo ich immer bin, oder diesmal mal an die Ostküste. Jetzt bin ich doch aufgestanden, wollte euch noch den schönen Garten hier zeigen. Ja, bleibt einfach dran für weitere Abenteuer heute. Hier sitzt ein kleines Krabbeltier. So, heute geht's auf Radtour durch Tansania hier, durch den Norden. Ich weiß noch nicht, wo lang, habe meinen Guide dabei und ja, ich bin hier noch nie Fahrrad gefahren und bin schon ganz schön gespannt, wie das so wird, gerade bei dem Verkehr hier. Ja, lasst euch überraschen. So, wir laufen jetzt um den See und hier habe ich schon mal ein Nest entdeckt vom Hammerkopf. Da ist der Mount Meru in den Wolken versteckt und der See heißt Lake Duluthi. View, also der Aussichtspunkt vom Mount Meru, und dort ist er, aber er schläft in den Wolken. Ihr was? Ich habe es auch nicht gesehen. Der tarnt sich. Ein Leguan. Ach, das falsche Schild. Hier oben. Hier Mount Kilimanjaro Viewpoint und er schläft wieder in den Wolken. Wir müssen noch mal im Sommer herkommen. Nicht zu sehen. Man hört, dass heute Sonntag ist und in den Kirchen wird gesungen. Ich habe zwei gesehen. Man sieht sie nicht, aber man hört sie. Hier sitzen sie oben im Baum. Schmeißen alles runter. Herzlich willkommen in Sansibar. Einen wunderschönen guten Morgen aus Sansibar Stadt. Ich bin hier im Hostel in Stone Town. Ich will jetzt nach Jambiani fahren mit dem Dalla Dalla. Dort habe ich mir einen Strandbungalow gemietet. Und schaut mal, ich bin hier mitten in der Altstadt.
Das war schon immer mein Wunsch, mal hier die Häuser innen in der Altstadt zu sehen. Und schaut mal, wie schön das hier ist mit den Decken. Und alles ist aus Holz. Ich zeige euch mal das Bad. Ist alles schön gemacht. Die Dusche. Und hier war mein Bett. Ich bin ganz alleine hier. Hier habe ich geschlafen. Und jetzt gehe ich zum Checkout. Und dann suche ich mir die Dalla Dalla Station nach Giambiani. Dass man nicht alles zu schnell hier raustragen kann aus meinem Zimmer, habe ich mir ein Safe-Bag mitgebracht. Das ist so mit Stahldrähten versehen. Das kann man jetzt nicht so einfach aufschneiden oder wegtragen. Da habe ich jetzt alles drin, was mir wichtig ist. Mein Netbook, mein Pass, Kreditkarten, alles. Das mache ich jetzt zu. Hier sind so zwei Kugeln dran und so ein Verschluss. Jetzt geht es praktisch nicht mehr auf, wenn ich ein Schloss hier einhänge. Man kann es aber noch wegtragen. Dazu ist das Band da. Man kann es jetzt irgendwo befestigen, zum Beispiel am Bett oder an der Wasserleitung oder so, wo man es nicht wegtragen kann, wo es jedenfalls nicht so einfach ist, es wegzutragen. Geht ja nicht so einfach, hier das Bett rauszutragen, um die Tasche zu bekommen. Oder nicht jeder hat eine Säge dabei. Also es ist keine hundertprozentige Sicherheit, aber schon ein bisschen sicherer. Das habe ich immer dabei, wenn ich in Hostels bin und wo halt kein Safe ist. Ja, wenn ihr mal reinschauen wollt, ich verlinke es euch mal in der Infobox. Ich finde es voll praktisch. Mir gibt es ein kleines bisschen mehr Sicherheit. Man muss aber immer ein Schloss dabei haben, um das anzubringen. Ich zeige es euch jetzt mal. Ich baue es hier immer an diesem zweiten Bett. Das brauche ich sowieso nicht. Jedenfalls heute noch nicht. Und ganz wichtig ist, dass die Kugel hier hinten einrastet und das Schloss davor ist. Sonst kann man das Ding halt öffnen. Und dann wickele ich das hier so rum. So ähnlich wie so ein Fahrradschloss, kann man sagen. Jetzt ist es fest am Bett. Wer es abmachen will, braucht eine Säge oder ich weiß nicht, was man für diesen Draht braucht, einen Trennjäger oder so. Ein kleines bisschen mehr Sicherheit, aber keine hundertprozentige Garantie. So, da bin ich nicht weit gekommen. Hier ist mein Zimmer und jetzt bin ich hier gelandet. Hier habe ich gelesen, direkt aus meiner Zimmertür links, Frühstück. Okay, dann habe ich erst noch mein Frühstück gegessen und schaut mal, wie schön es hier aussieht. So sieht es von innen aus. Das ist der Innenhof. Eine Nacht kostet hier 10 Dollar. Jetzt habe ich noch ein ganz anderes Problem. Ich habe vergessen, dass hier alles muslimisch ist und ich habe jetzt Schubta frei an und das ist nicht erlaubt. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich packe meinen Rucksack wieder aus. Und die Tücher sind ganz unten, weil ich die im Norden von Tansania ja nicht gebraucht habe. Oder ich hole mir im Shop um die Ecke ein neues. Ich glaube, ich hole mir lieber ein neues, das ist einfacher. So, ich bin angekommen in Giambiani. Ich will euch noch kurz erzählen, was unterwegs passiert ist. Also ich bin mit dem Tuk-Tuk vom Hostel an die Busstation gefahren, die nach Giambiani. Das ist eine andere wie die nach Nungwi, wo ich sonst immer gefahren bin. Und als erstes kam ein Daladala, so ein LKW-Daladala, wo man hinten drauf sitzen muss. Und die dann, ja, ob ich nach Giambiani will. Und ich, ja, na dann soll ich einsteigen. Und dann wollte er mir den Rucksack abnehmen und oben drauf legen. Andy, also es gibt hier keine vernünftigen Straßen. Der springt einmal hoch, mein Rucksack fliegt runter und das war's dann. Nein, das wollte ich dann doch nicht. Dann habe ich gesagt, nee, ich suche mir einen Bus, dalla dalla. Und da kam dann aber keiner und es war so heiß. Und dann hat mich jemand angesprochen und hat gesagt, ich kann mit diesem dalla dalla, der da gerade stand, kann ich bis zur Ecke in Page fahren und dann umsteigen in den Daladala nach Giambiani, ist dann nicht mehr so weit. Das habe ich dann gemacht. Und irgendwann nach, weiß nicht, zwei, also es war eine richtige Aufruhr dort im Bus. Ich verstehe natürlich das ganze Swahili nicht. Habe mich schon gewundert, weil es lauter war als sonst. Und jedenfalls fuhr dann der Bus los und nach einer Weile drehte der um und fuhr in die Richtung zurück. Und ich, hä? Ja, dann fuhr er auf einen Polizeistation-Parkplatz
Und ich, was denn jetzt? Ich hatte so Angst die ganze Zeit, weil es ist hier verboten, so schulterfrei zu laufen. Ich habe ja ein langes Kleid an, aber schulterfrei ist auch verboten. Ansonsten müssen Knie und Schultern, also von Knie bis zur Schulter, muss alles bedeckt sein. Und dann dachte ich, da ist so eine ältere muslimische Dame, die sich da belästigt fühlt von mir. Und habe so eine Angst gehabt, dass die mich jetzt aus dem Bus ziehen. Alter, hier ist was los. Ich wollte mit dem Dalla Dalla nach Giambiani fahren. Und plötzlich fuhr der Bus jetzt zu einer Polizeistation. Alle Leute mussten aussteigen. Und ich erst mal gefragt, was ist hier los? Und die dann eine Frau beschuldigt, jemanden ein Telefon geklaut zu haben. Und jetzt müssen alle Leute aussteigen. Alle werden durchsucht. Ich wurde schon durchsucht. Aber, also nicht komplett, aber die anderen werden jetzt hier komplett durchsucht. Richtig was los hier jetzt. Und dann habe ich jemanden gefragt, ob er Englisch spricht, und der meinte ja. Eine Dame in dem Bus hat gesagt, jemand hätte ihr Handy geklaut im Bus, und dann mussten halt alle aussteigen, ich auch. Wir standen irgendwie bei 45 Grad in der Sonne in dieser Polizeistation und wir mussten uns alle durchsuchen lassen. Am Ende bin ich dann als Erste wieder eingestiegen, habe nicht so viel mitbekommen. Ich weiß nur, dass eine Frau gefehlt hat, nämlich die, die neben mir saß. Die kam dann nicht wieder mit, keine Ahnung, ob sie die gleich verhaftet haben. Jedenfalls habe ich hoffentlich noch alles. Ich vermisse jedenfalls nichts. Ja, dann bin ich nach Pace gefahren. Dort bin ich ausgestiegen, habe mir erstmal ein Wasser geholt und habe jemanden gefragt, wo die Busstation in Pace nach Giambiani ist. Und der hat mich dann auch gleich dahin gebracht. Die sind ja alle total nett und hilfsbereit. Und dann kam ein Fahrer und meinte, er bringt mich nach Giambiani. Und ich, nein. Taxi kostet so von Pace nach Giambiani, glaube ich, 5 Dollar. Und ein Dalla Dalla kostet 60 Cent. Und, also Euro Cent. Und dann habe ich abgelehnt und dann kam kein Bus und kam kein Bus. Dann kam wieder ein Taxi und der meinte, er bringt mich nach Giambiani. Und ich, nein, ich fahre lieber mit dem Dalla Dalla. Und der, naja, macht es ganz billig für 5000 Schilling. Und 5000 Schilling ist okay, weil ich müsste für meinen Rucksack 2000 Schilling bezahlen und für mich 2000 Schilling wären auch 4000 Schilling. Und dafür mit dem Taxi ist schon okay. Na, der hat mich dann hierher gebracht. Und jetzt kommt die Roomtour. Passt mal auf. Das ist mein Strandbungalow. Er hat ein typisch afrikanisches Dach und ist überall offen. Also es ist kein abgeschlossener Raum. Darum habe ich auch ein Moskitonetz und ein wunderschönes Bett. Und da ich ab Mittwoch nicht mehr alleine bin, gibt es auch noch ein zweites Bett. Also hier könnten praktisch 3 bis 4 Personen schlafen. Ja, hier bitte nicht hingucken, da habe ich schon mein Handgepäck ausgekramt. Und ja, hier geht's ins Bad. Das ist so ganz typisch afrikanisch. Die bauen alles aus Beton. Die Dusche ist alles aus Beton, aber wunderschön mit so Farbe angestrichen. Und ich habe schon probiert, es funktioniert alles sehr gut. Ist ja auch nicht sehr selbstverständlich hier. Und es ist vor allem auch sehr sauber. Den Dreck habe ich jetzt schon gemacht. Und auch die Toilette ist sehr sauber. Ja, und wenn ich dann morgens erwache aus meinem schönen Himmelbett, dann kann ich hier auch aus dem Fenster, hier ist eine Tür, die kann ich öffnen, habe ich jetzt schon wieder zugeschlossen, kann ich diesen Ausblick genießen. Achtung, es wird hell. Hier ist meine Terrasse. Mein Sunbed. Es ist so hell, ich sehe gar nicht, was ich filme. Ist es nicht fantastisch? Jetzt ist gerade Flut. Und meine Unterkunft heißt, hier sieht man's, Blue Waves. Und das ist mein Bungalow. Ich bin sehr zufrieden. Aber jetzt
geht's erstmal ins Meer. Der Kleine hat ein Klettergerüst gefunden. So, ich habe jetzt verhandelt. 2 Mangos für 3.000. Das sind, das ist 1 Euro und er schneidet mir die auch gleich auf.